Ich bin jetzt auf dem Weg zur Schule. 6.50 Uhr, 0. Stunde Mathe am Freitag. Ich liebe es. Nee, Spaß, aber ist okay. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, auch wenn es echt nicht so geil ist. So, ich hatte jetzt gerade eine kleine Power Hour. Das ist eine Aktivität, die ich immer mache, wenn mein Zimmer ein bisschen unordentlich ist. Beziehungsweise wenn ich einige kleine Aufgaben habe, die ich immer aufschiebe. Und in dieser Power Hour erledige ich einfach in einer Stunde oder in weniger Zeit all diese kleinen Aufgaben. Das habe ich jetzt gerade gemacht, war sehr entspannt. Bringt einem richtig in Flow und in die Stimmung, produktiv zu werden. Und jetzt schreibe ich mir erstmal meine To-Do-Liste für den heutigen Tag. Das ist eine Sache, die mache ich jeden Morgen. Ich muss eine riesen To-Do-Liste schreiben, eine, die ich machen muss, und dann timeblocke ich mir das Ganze. Das heißt, ich trage direkt ein, wann ich was mache, um mich einfach selbst zur Rechenschaft zu ziehen und accountable zu bleiben. Zünde ich gleich meinen Laptop an? Ich hoffe nicht. Oh nein, mein Akku ist schon wieder gleich leer von meinem Laptop. Also Leute, um ganz ehrlich mit euch zu sein, irgendwie geht es mir heute mental nicht so krass gut. Also ich bin wirklich nicht motiviert und bin irgendwie, ich weiß nicht warum, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen frustriert. Ich weiß nicht warum, eigentlich ist auch nichts Schlechtes passiert, ist nichts blöd gelaufen, aber ich fühle mich heute einfach nicht so gut. Keine Ahnung. Naja, solche Tage gibt es, das ist okay, ich habe trotzdem Dinge, die ich erledigen muss, deswegen überlege ich jetzt, was kann ich machen, dass es mir besser geht und dass ich die Dinge, die ich machen muss, die etwas schwierig sind, einfacher durchziehen kann. Ich muss auf jeden Fall, das ist glaube ich so der Frosch heute, der Frosch, muss ich Jugenddebattiert vorbereiten. Wir haben am Montag unseren Jugenddebattiert-Wettbewerb und da mache ich mit. Nicht freiwillig eigentlich, meine Lehrerin wählt mich immer aus. Aber ich habe da jetzt aktuell nicht so eine krasse Ambition, to be honest, weil ich andere Dinge, Projekte in meinem Leben habe, dass ich jetzt nicht denke, oh mein Gott, ich muss Jugenddebattiert da richtig krass rocken. Deswegen habe ich da sowieso jetzt nicht so hohe Erwartungen, aber ich möchte mich schon ein bisschen vorbereiten, dass ich halt nicht komplett peinlich nichts weiß, was ich sage oder so in der Debatte. Das ist so der Frosch auf jeden Fall, weil ich habe da eigentlich nicht so viel Passion gerade für. Dann möchte ich noch ein Buch lesen. Ich muss ein TikTok-Video, was ich heute Morgen gefilmt habe, schneiden und posten. Ich möchte einen Brief schreiben, ja, einen Weihnachtsbrief an eine Freundin von mir. Dann muss ich eine weitere Videoaufnahme planen, die möchte ich morgen filmen. Dann möchte ich mit Flo rausgehen oder muss mit Flo rausgehen. Und habe mir noch eine Stunde fürs Essen eingeteilt. So, Leute. Und jetzt überlege ich, welche Reihenfolge ist am sinnvollsten. Ich weiß zum Beispiel, dass mir Dinge wie mit Flo rausgehen Energie geben werden. Das heißt, ich werde sie, glaube ich, am Anfang des Tages einplanen, weil ich habe jetzt gerade nicht so eine Motivation. Und wenn ich jetzt mit Flo rausgehe, bin ich dann, also Flo ist mein Hund, werde ich danach wahrscheinlich ein bisschen motivierter sein, weil mich das immer in einen guten Vibe bringt. So, guckt mal, ich plane mir jetzt bis 12 Uhr, das sind 40 Minuten, den Brief ein. Nee, lieber ein bisschen länger. 12.15 Uhr, oder? Nee, 12 reicht. Doch, 12 reicht. So, Leute, ich beginne jetzt meinen schönen Brief. Ah, ich bin excited. Ich habe mir jetzt gar keine Gedanken vorher gemacht. Ich schreibe einfach aus dem Bauch heraus. Okay, Friends, ich bin jetzt fertig mit dem Paket und allem für die Person, der ich das schenke. Es ist so schrecklich, diesen Anfang zu finden. So, Freunde, ich gehe jetzt zur Post, um das Paket abzugeben. Ich habe das Gefühl, dass es sehr kalt sein wird. Ich habe jetzt die ganze Zeit mein TikTok bearbeitet und geschnitten. Es hat irgendwie richtig lang gedauert, Leute. Okay, ich poste es jetzt. Let's go. Deswegen mache ich mir die Gewohnheiten, die gute Schüler brauchen, dass Dinge schwierig sind. Nicht. Also ich informiere mich gerade ein bisschen über die rechtliche Grundlage zu den Themen, die wir diskutieren werden. Und das ist wirklich sehr spannend. Natürlich bereite ich mich indessen auch schon ein bisschen auf mein Jurastudium vor, hier mit den ganzen Gesetzestexten. Ich habe gerade gestreamt auf Twitch und werde jetzt einen Freund von mir anrufen. Und das war es eigentlich auch schon für heute. Irgendwie verpassen wir uns immer, wenn wir anrufen wollen, wir verpassen uns irgendwie immer. Ich probiere es mal aus. Ich habe noch nie Kinderpunsch getrunken. Kindheit. Hey,
verpasst. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. So Leute, auf jeden Fall auch schon wieder Stresslevel hoch. Morgen ist Jungen Matthias. Ich habe gefühlt noch nichts gemacht. Ich bin verabredet, auf den Weihnachtsmarkt heute zu gehen mit Freunden. Und ich will nicht absagen, weil ich hasse es, wenn Leute absagen. Und ich will nicht die Person sein, die eine Stunde vorher sagt, so sorry, ich habe doch keine Zeit oder so. Habe ich jetzt entschieden, ich gehe mit. Bleib einfach ein bisschen kürzer da. Nehme mir ein Buch mit, was ich auf der S-Bahnfahrt lesen kann, was hilft. Nehme meine Notizen mit, damit ich hier durchgehen kann. Und oh mein Gott, wie sehe ich denn schon wieder auf? Ach, egal. Hi Leute, ich bin gerade auf dem Weihnachtsmarkt mit zwei Freunden von mir und es war schon so ein Struggle. Wir sind mit dem Auto zum Gendarmenmarkt gefahren, schon mal der erste Fehler in Berlin. Dann haben wir versucht, einen Parkplatz zu finden und wir sind alle Fahranfänger und wussten nicht, welche, also was die Schilder so wirklich bedeuten, das Parkschilder. Deswegen haben wir das sehr lange gebracht, erstmal einen Parkplatz zu finden. Ja, ernsthaft? Ja, das ist ja fantastisch, Leute. Das ist super. Also, das ist super. Am Ende darf man 9 bis 22 Uhr hier keinen, also Sonntag frei parken. Am Ende. Genau, am Ende gibt es irgendeine Regel. Ja, ja. Was machst du? Erstmal Evidenz machen. Schön, dass ihr noch da seid bei dem Vlog hier. Ich wollte euch mal ein kurzes Update geben, weil es mittlerweile schon einige Tage später ist als der Vlog und ich ein paar Updates für euch habe zu den Sachen, die passiert sind. Und zwar zum einen ist es ja jugenddebattiert. Ich habe mich da ja vorbereitet in dem Vlog und hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich bin tatsächlich ins Finale gekommen und habe im Finale auch den ersten Platz belegt von meiner Schule. Das heißt, ich bin jetzt weiter in diesem Jugenddebattier-Prozess und werde Ende Februar im Regionalwettbewerb debattieren, meiner Schule wird vertreten und freue mich da auf jeden Fall mega. Vor allem, ich habe es wirklich nicht so geglaubt, weil ich habe mich eigentlich auch jetzt nicht so krass vorbereitet, also es geht. Dann nächste Sache ist, ich finde immer noch einen Video-Hintergrund, der ist doch schön, oder? Weil ich dachte mir, das ist ja schöner wäre, wenn man ein bisschen mehr sieht von meinem Zimmer als immer nur mein Regal hinten. Es soll so ein bisschen offener, schöner wirken. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ja, das war eigentlich schon der Vlog heute. Mehr habe ich nicht zu erzählen, beziehungsweise heute ist auch übertrieben. Die Sache ist, ich habe den Vlog im Dezember angefangen. Mittlerweile haben wir den 7. Januar. Da merkt man wieder, was für eine tolle Vloggerin ich bin. Falls dir der Vlog hier gefallen hat, verlinke ich dir gerne nochmal diese Playlist hier. Diese Videos werden dich auch auf jeden Fall interessieren. Schau doch gerne vorbei und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis bald. Tschüss!